Und so, dann geht's gleich mal weiter zu den Ort, die uns Clara letztes Mal schickt hat auf den Auftakt. Ein Feuer im Augenhotel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich hier etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauch deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jack? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich hab Angst, Hayden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. So, ich kenne den jetzt. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Ein Fuß im Grab. Mission starten. So. Mit einem Fuß im Grab. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Ja. Hier. Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen von mir hat es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. So, letzter Mitglied. Lila. Leila. Clara. Beruf. Tattoo kannst du noch in Einkommen. $15.800. So, wo war denn hier was? Was war das, man? Den Zugang zum Bunker. Das ist jetzt draußen, ja. Das ist jetzt draußen. Ich nerv jetzt die Lampen in den Laden auf hier.
Kamera. Ah, hier müssen wir das sehen. Wer bist du denn? Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Fruhr. Der Rest ist nicht erkennbar. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruhr. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Dadsec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Zur Explosion einer Gasleitung führte. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit da. Des CTOS heißt es... Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Sehr viel Technik für so einen Ort. Was geht's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Vielleicht lassen die mich mitspielen. Wo bist du? Eine Pokerrunde. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Fruhr finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Auch schon. Das ist klar. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Ist ja noch meine Karre? Egal, schon wieder. Ja, Blaster, der ist ordentlich schnell. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Wieso müssen es immer noch andere Leute entdecken, das Zeug hier? Probleme, mir hinterher zu kommen? Hehe. Augen auf, der ist clever! Verdammt, der ist weg! Ich bin außer aber des Radarbereiches. Tschüss. Lassen wir es! Der Kerl ist weg! Okay, dann eine Runde Poker mit Tobias Fruhr. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Falsch, das wird. Aufnahme ist ja noch voll, das ist auf jeden Fall noch lange nicht das Ende.
schlau gemacht, vielleicht jetzt so weiter, dass sie sozusagen auch alle Sammelobjekte nicht versammeln können, weil der dann sein Video noch fehlt. So. Aus dem Weg. Session in Lendlauf Nummer Session jetzt 20 voll. Nummer Session, ja. Boah. Ja, das wird das ein bisschen nervig teilweise auch, aber an sich muss sein, dass ich alle diesen Abstand kriege. Das habe ich immer meine Probleme sozusagen. Aber so. So, noch ein paar Meter. Ich bin aber gespannt, wie ich die ganzen Folgen, ich benenne dann hier oder die Thumbnails so ein bisschen, so dass das leuchtet. Ja. Danach sind wir noch eins, noch zwei Projekte, dann haben wir in Deutschland alle wieder einen Kastenanzugfehl, der in den Fleet und noch wieder. Und dann haben wir eigentlich auch sozusagen aktuell für die Wiesenreiter und auch wenn ihr jetzt eben damit fortziehen würdet, wird es aktuell schlecht gehen, weil ein Trainer fehlt. Das so ist, und sich wird der viele Beast vielleicht, aber nicht mehr nur zu dritt sein, vielleicht sogar zu viert. Mal gespannt, was es dann wird. Hallo! Ich bin der Überraschungsgast. Probleme? Hey, zeig mal, was du hast. Also, was anderes. Unterhaltung. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Straßen überwachen. Nein, nicht Straßenlevel. Bin dabei. Das ist ein, das an sich mag ich das eigentlich gern. Das Pot ist 3 Dollar. Einsetzen. Das ist die Karte. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeiert? Nicht töten. Verdammt, falsche Richtung. Scheiße. Ja, schnell. Autsch. Nicht anfahren, bitte. Ist ja noch dabei, als fein. Okay, könnten wir ihn anschießen, theoretisch? Ich lasse es lieber. Ja, wenn da sein Alter ist ja noch sehr fit. Mich willst du gar nicht. Tobias, ich will dich. Du kannst mir nicht entkommen. So, das wollte ich noch. Ich hab da was. Was ich wollte. Ja. Verdammt, ey, wer packt das Boot hier so scheiße? Aber dann wieder Eltern, die das Boot so blöd wollte. Aktuell haben wir mit den schlecht aufnehmen, aktuell was schönes Laber hier mitten in der Verfolgung und selbst von Tobias. Weil er aktuell eh auf Reisen ist mit nur so
Jetzt findet ihr ihn sicher. Er ist auf Reisen nach einem Boot. Das sind sicher wenig Leute. Ich werde ihn sehr leicht rausfinden, wer er in Real Life ist. Nicht so wirklich, glaube ich. Weil ihr nicht mehr wisst, wo ihr wohnt. Zwei Bayers. Das ist doch ein Rumgeballer. Jetzt. Lass es. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Die Stimme passt überhaupt nicht, finde ich. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom. Kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Keine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So, was mache ich? Ich passt. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann, der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Okay. Wir sehen Sie Tobias und eigentlich das Geschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist die ganze. Das einzige Geschäft, wo das wären, wie Gemcoms, Blackers und CTS-Scans verkauft. Mit einem Fuß im Grab abgeschlossen. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Auf. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Na, wo ist denn das bloß? Ah. Hä? Das ist doch Siebel. So, dann... Deine Kutsche wartet. Hat er gehört, dass das Auto gestellt, ey? Ich stehe hier oben. Wo ist die Patrobot? Alter, es regnet. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle.
Alter! Hör auf! Aber wie es wohl... Wie es wohl weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.